Hi, herzlich willkommen bei Chef in the Woods. Schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet. Heute eine geile Nummer. Ich zeige dir, wie du ein Steak perfekt auf dem Smoker zubereiten kannst, was du dazu alles brauchst, wie das am Ende aussieht und schmeckt. Das siehst du in dieser Folge. Jedoch bevor wir anfangen, ganz, ganz wichtig, hier unten Kanal abonnieren, Glocke mit aktivieren, so supportest du mich kostenlos, verpasst kein Video mehr und ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, auf dieser Seite natürlich Video liken, netter Kommentar darunter ballern, immer sehr, sehr angebracht. Wir legen los. Freunde, was brauchen wir für das Ganze? Überschaubare Zutaten. Natürlich hier ein Dry Age Rindsbone in Striplon. Das ist ein Entrecote von Meat for You für meine Schweizer Zuschauer. Unbedingt auschecken. Lohnt sich wirklich. Kauft die Ware, isst die Ware. Geile Sache. Salz, Pfeffer und das war's fürs heutige Video. Falls ihr eine Beilage machen wollt für das Ganze, hier oben könnt ihr klicken. Da kommt ihr zu zum Beispiel Kartoffeln vom Smoker. Passt hervorragend dazu. Heute mache ich leider in dem Sinne so nichts, aber wie gesagt, jo. Haben hier unser wunderschönes Stück Fleisch. Wir drehen das kurz auf die Knochenseite, schnappen uns hier ein Messer und dann haben wir hier die Fettschicht. Schneiden wir etwas ein. Das machen wir aus dem Grund ganz einfach, wenn man das nachher gart, zieht sich das logischerweise zusammen und durch die Schnitte, die wir hier haben, kann sich das wie mit ausdehnen und es kommt nicht dazu, dass sich das Ganze zusammenzieht. Schnappen uns das gute Stück. Ab auf den Smoker. Smoker auf 130 Grad. Wir stecken da Mieter rein, ziehen das hoch auf 40 Grad und geben das am Ende kurz noch über die Sizzle Zone, um da ein richtig schönes Grillmuster drauf zu ballern. Schaut euch das schöne Stück mal an. Ausgezeichnet. Haben hier die direkte Sizzle Zone vorbereitet. Geben das gute Stück oben drauf und lassen das noch für ungefähr eine Minute per Seite schön nachziehen, damit da noch etwas Farbe dran kommt. Etwas Salz und Pfeffer darüber. Seht euch das gute Stück mal an. Ausgezeichnet, schönes Grillmuster. Wunderschön. 54 Grad, so wie wir das haben wollen. Wir haben hier hinten den Knochen. Den schneiden wir raus. Und dann tranchieren wir das Ganze. Dann bleibt eigentlich nur noch eins. Wir testen das Ganze. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ausgezeichnet im Geschmack. Super Bisskonsistenz. Lecker. Unbedingt nachmachen. Wie gesagt, für eine Beilage klicke hier oben. Hier unten Kanal abonnieren. Glocke mit aktivieren, du weißt Bescheid. Hier, Video liken, dazu unbedingt liebgemeinten Kommentar, auch Kritik, darfst du gerne unter das Video ballern. Hier oben siehst du Dutch Oven Playlist, auf der Seite siehst du Smoker Playlist. Wir sehen uns nächsten Sonntag bei Chef in the Woods.